Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zur nächsten Folge LS19 Ravenport. Diesmal auch mit der richtigen Ansage. So, wir sind dabei, uns mal 100.000 Liter Gras aus unserem Lager zu nehmen und das mal einfach schön in unserem Bunker, den wir ja extra dafür haben, zu verteilen. So. Jetzt ist die Frage, ich fahre glaube ich mal am besten, nach wohin kippe ich denn aus? Ich glaube nach rechts. Heißt, wir haben auch die richtige Position hier, dass das ein bisschen mittig liegt. Und dann würde ich mal sagen, hier abkippen. Und den auch. Ja, kippen beide ab. Wir ziehen es auch ein bisschen lang hier. Ganz langsam fahren. Klappen. Ach, die klappen automatisch runter, oder? Nee. Keine Ahnung. Also, die hätten, glaube ich, gerade automatisch runtergeklappt, wenn ich nicht wieder gedrückt hätte. Gar kein Problem. So, das waren jetzt, keine Ahnung. Oh. Na, wenigstens nicht gegens Geländer gefahren. So. Ersten knapp 30.000 Liter. Oder sogar mehr. Wir holen 33, fast 34.000 Liter raus jedes Mal. So. Dann machen wir das Ganze noch mal und danach noch mal und vielleicht noch einmal. Dann haben wir sogar über 100.000 Liter raus. Langsamer fahren, damit man hier auch dahin kommt, wo man hin möchte. So. Ich hoffe, dass es gleich nicht so ewig lange dauert zu verdichten, weil wir kein gescheites Fahrzeug haben dafür gerade, also frei haben. Ja, okay, ein bisschen liegt es jetzt draußen, das ist aber nicht so wild. Und wir sehen ja, sie klappen automatisch zu. Sehr schön. Ein bisschen schaufeln müssen wir. Jetzt haben wir noch 130 drin. Ja, gut, wenn wir jetzt die Fuhre haben. Belassen wir es auch erstmal bei denen, glaube ich. Und gucken mal, aber es sollte eigentlich richtig gut Gewinn bringen. So, achso, ja, siehst du, die. Ja, nee. Also 33.000 Liter glatt holen wir raus. Die 940 waren ja von der Schaufel. Die habe ich eben. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, dass das Füllvolumen auch angezeigt wird. So, das dritte Mal hier rein. Dann fangen wir an abzukippen und auch jetzt hier abzukippen. Ein bisschen langsamer fahren, aber so, dass wir noch durchkommen. Müssen wir nicht so viel wieder reinschaufeln. Bin ich wirklich gespannt, wie sich das verdichten lässt. Okay, wunderbar. Dann soll uns das erstmal reichen. Stellen die Anhänger ab. Und fangen wir mit dem Verdichten an. So. Schaufeln zuallererst mal das rein, was wir draußen liegen haben.
haben wir hier irgendwo auch den Verdichtungszustand? Wahrscheinlich nicht, nee. Schade eigentlich. Da sollten wir gleich mal von vornherein hier ein bisschen mehr zusammenschaufeln. Dann müssen wir nicht anschließend gleich mal was nachschaufeln, wenn wir was ausgefahren haben. So, was zeigt er mir denn jetzt an, wenn wir das hier aufschaufeln? Das würde mich mal interessieren. Okay. Aha, jetzt Excel-Gut zeigt er an, alles klar. So, dann drehen wir mal unsere Runden, machen wir hier komplett alles an. Gesamtgewicht 11 Tonnen ist jetzt nicht wirklich viel. Ja, hier hinten, das ziehen wir auch nochmal ein bisschen mit rein. Und weiter geht's. Gucken wir, dass wir das hier ein bisschen verteilt bekommen. Jetzt wäre natürlich ein großer, schwerer Trecker deutlich von Vorteil, was das Verdichten angeht. Haben wir aber gerade nicht frei. Generell haben wir eigentlich keinen wirklich schweren Traktor. Wir hätten vor allem den etwas größeren Johnny noch. Der hat jetzt aber auch nicht, glaube ich, so viel mehr Eigengewicht. Gewicht selber da dran, das wäre noch ein bisschen mehr, aber ja, muss auch so gehen. Ich bin halt nur gerade echt verwirrt, warum hier keine Anzeige ist, wie doll das verdichtet ist. Ob das jetzt daran liegt, dass es ein platzierbares Silo ist oder ob das generell nicht angezeigt wird. So, das erste Mal, dass ich jetzt diese Silage im Bunker bastel im LS19. Also von daher habe ich da noch keine Erfahrungswerte bei. Wird es denn angezeigt, wenn wir aussteigen? Nee. Woher weiß ich jetzt, wann das verdichtet ist? Moment. Achso, Moment. Wird das nur hier über das Hilfefenster vielleicht angezeigt? 76% verdichtet. Ja, und dann wird das jetzt auch hier angezeigt. Alles klärchen. Können wir jetzt auch eigentlich hier in die Kamera gehen? So. Ja, das geht schnell. Ich meine, wir haben ja auch nicht wirklich viel drin. Diese 100.000 Liter müssten sich ja auch relativ zügig verdichten lassen. Machen wir hier nochmal ein bisschen, dass wir in der Hoffnung hier noch ein bisschen diese Huckel rausbekommen. Aber selbst wenn nicht, ist das Lachs. Ist mir ja egal, wie es aussieht, würde ich mal sagen. Nur Zweck erfüllend sein. Okay, jetzt kann das Fenster aus. Wir haben es komplett verdichtet. Da würde ich doch gerne mal einen Screenshot hier machen. So. Das ist jetzt unser Thumbnail. Wunderbar. Einmal Traktor hier runter und dann müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt gleich zudecken. Hätte ich vielleicht doch das Fenster nochmal anlassen sollen. Zudecken mit R. Also auch mit dieser Taste möglich. Schön. Ehrensilage 1%. Wird jetzt einen Moment dauern. Und dann aber sollten wir hoffentlich gutes Geld da liegen haben.
So, Fensterchen aus. Hätten wir den Job auch erstmal erledigt. Jetzt müssen wir mal gucken, was unsere Sämaschine macht. Sagen wir, den können wir erstmal hier geschmeidig hier wieder einparken. So. Sämaschine, da ist sie. Ist hier auf jeden Fall fleißig. Sieht auch gut aus. Ich laufe hier mal kurz übers Feld und guck mal, ob es irgendwas zu meckern gibt. Ja, hier vorne. Kleines bisschen. Okay. Ist auf jeden Fall verkraftbar. So zwischen den Reihen, das macht er perfekt. Ja, hier vorne hat er wohl. Ich bin eigentlich der Meinung, ich habe gesagt, dass er scharfe Kanten fahren soll. Vielleicht ist aber auch das trotz alledem scharf für ihn. Und dann ist er hier irgendwie auch gerade rüber gefahren, mehrfach. Keine Ahnung, was er für ein Vorgewende hier gefahren hat, aber er macht seinen Job. Das ist das, worauf es uns ankommt. Das ist wichtig. Ja. Gut, mir fällt gerade ein, wir können doch nochmal in den Kollegen hier steigen und mal eben zu den Schafen rüberfahren. Die machen wir mal schnell sauber. Dann hätten wir das nämlich auch hinter uns. Dann geht es ihnen wieder gut und produzieren auch hoffentlich ein bisschen schneller. Feld 2 sieht auch fertig aus. Ich glaube aber halt tatsächlich immer noch nicht komplett. Da müsste nämlich der letzte Rest hier noch fehlen. Und so ist es auch. Also da müssen wir auf jeden Fall noch einen Moment warten, bevor wir da ernten können. In der Hoffnung, dass kein Unkraut mehr kommt. So, stopp. Wir wollen gar nicht zu den Anhängern, wir wollen hier sauber machen. Ich hoffe, das passt auch noch alles rein. Das klappt gerade wieder nicht so schön hier. Da wir, mit Schaufel und Palettenarbeit, da wäre diese Anzeige, in welchem Winkel und welche Höhe sich das alles befindet, wäre da wieder mega geil für. Habe ich aber auch noch nichts von gehört. So, gucken wir, ob noch alles reinpasst. Ja, perfekt. Dann sollte es denen jetzt auch wieder gut gehen. Sauberkeit aktualisiert sie gleich. Die haben noch genug Wasser, sie haben noch genug Gras und Heu. Das ist schön. Läuft. Auch wenn, oh, wenn sie jetzt nicht gerade wirklich uns die Kohle bringen, die wir uns erhofft hatten. Aber es läuft. Ja, die Schaufel müssten wir jetzt auf jeden Fall wieder mitnehmen. Wir müssen das, die 100.000 Liter. Das wird interessant. Dann ja auch schön per Hand in die Anhänger schaufeln. Das sind mal eben 100 Fuhren, die wir da rein, also sogar mehr. Ja, mehr. Was Aktion kann nicht durchgeführt. Was willst du denn machen? Ist das der Curseplay-Fahrer? Macht er irgendwas, was er nicht darf, kann, was auch immer? Hat er sich da einen Schienenaufgang? Wir gucken. Ich stelle jetzt einmal kurz den Traktor eben in aller Ruhe weg. Ah, jetzt hat er aufgehört. Also gehe ich ganz stark von aus. Der wollte da gerade irgendwo wahrscheinlich arbeiten, wo es nicht zugelassen war. Okay, hätten wir das. Plan in die Tat umgesetzt. Für die große Kohle, hoffen wir. Und dann lassen wir uns mal überraschen. Wird natürlich jetzt ein paar Folgen dauern, bevor das durchgegärt ist, gehe ich mal von aus. Werde jetzt auch nicht extra irgendwie anfangen, die Zeit vorzuspulen oder so. Müssen wir mal gucken, was wir nächste Folge machen. Bei Düngen steht noch an. Das Feld hier düngen. Das können wir dann auch wieder selber machen. Dafür brauchen wir nicht unbedingt Curseplay. Und dann hoffen wir mal, dass
wir dann schon an das Feld denken gehen können. Weil jetzt erstmal fallen mir keine Tätigkeiten für nebenbei mehr ein. Außer Soja wegfahren, von dem wir 45.000 Liter haben, ist jetzt noch nicht so der Knaller. Ist zwar eine komplette Fuhre voll. Aber der Preis ist auch gerade nicht so geil. Obwohl doch hier 1700. Wobei wir waren schon bei 1900, meine ich. Warten wir mal ab. Vielleicht kommt auch noch, wenn wir Glück haben, eine Nachfrage. Ja, Mensch. Dann war das doch mal wieder eine ganz neue Folge. Wir haben mal was gemacht, was wir bis jetzt noch nicht gemacht haben. Sachen dazugelernt. Und ich glaube, das war ganz okay. Damit danke ich mich erstmal wieder ganz herzlich, dass ihr eingeschaltet habt und zugeschaut habt. Wenn euch meine Projekte und Videos gefallen, lasst mir doch gerne ein Däumchen da. Oder auch die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst in Zukunft, wenn euch das Ganze hier wirklich gefällt. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, reingehauen.